Wir erforschen für Sie das gastronomische Universum Wiens. Hallo bei den Gastronauten. Auch heute dreht sich bei uns alles um den puren Genuss. Wir entdecken einige der interessantesten Weinlokale von ganz Wien und die Weine und das Essen, das es dort gibt. Darf man eigentlich in Zeiten der Wirtschaftskrise gute, feine Weine trinken? Ja, logisch, denn gute Weine müssen nicht automatisch teuer sein. Und deswegen gibt es heute auch ein kleines Preislimit beim Wein. Ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, das finden wir jetzt heraus. Wir starten beim Piccini im 6. Bezirk. Wer das Lokal betritt, der taucht in eine neue Welt ein. Man sieht wunderbaren frischen Fisch, frische Antipasti, es duftet nach Wurst, nach Käse und man bekommt allein schon über die Nase Hunger. Frau Doktor, welchen Weiß- oder welchen Rotwein bis maximal 4 Euro würden Sie mir da empfehlen? Als Weißwein schlage ich Ihnen den Vermentino di Sardegna vor. Mhm. Kostet 2,60 Euro. Leicht, frisch, wunderbar mild, passt zu jeder Vorspeise. Und als Rotwein etwas körperreiches, kräftiger, ein Primitivo di Manduria, kostet 3,30 Euro. Sehr angenehm trotzdem und wie jeder Wein aus dem Süden angenehm zu trinken. Und ich widerspreche Expertinnen nie und deswegen freue ich mich darauf, die zu kosten. Fleißige Gastronauten, Zuschauer kennen natürlich das Prozedere, gegen eine helle Lichtquelle halten, schön schwenken, schön schauen, wie er schliert, schön die Farbe irgendwie ein bisschen versuchen zu analysieren, dann tief einatmen, ganz mit der Nase rein ins Glas und dann Nase wieder raus aus dem Glas und kosten. Nein, auch das Spülen ist logischerweise nicht unfein, damit wird der Wein belüftet und entfaltet sein komplettes Aroma. Der hier ist ein extrem junger, hat den Vorteil, er passt zu mehr. Großartiger Aperitif. Vom Jungwein zu einigen Antipasti wie Zucchini, Bresaola oder Artischocken. Großartig. Bin begeistert. Toll. Das Piccini im 6. Bezirk direkt am Wiener Naschmarkt. Willkommen zum Resümee. Der Wein war toll, angefangen vom jungen, knackigen Weißen bis hin zum rassigen, schönen süditalienischen Primitivo. Gut, der Weiße hätte ein klein wenig knackiger sein können. Er war mir schlicht und einfach dann doch zu jung. Aber 4 von 5 Punkte, das ist immerhin schon verdammt gut. Das Essen war aber noch besser. Ein Bissen und ich war in Italien. Ich kann gar nichts anderes machen, als 5 von 5 Punkten zu vergeben. Bleibt noch das Ambiente. Es sieht überall nach großartigem Essen und großartigem Wein aus. Nur die Tische sind etwas klein und es fehlt mir ein klein wenig die Urigkeit. Trotzdem 4 von 5 Punkten und das macht insgesamt 13 Punkte. Und wer die Gastronauten kennt, weiß, mehr hat noch keiner bekommen. Und deswegen schauen wir jetzt gespannt zu Lokal Nummer 2. Vom Kurzurlaub in Italien kommen wir jetzt zum Kurzurlaub in Spanien und schalten um eine Stufe rassiger. Und das abseits jeglicher Klischees von Mallorca, Ballermann, Massentourismus und Ähnlichem. Wir befinden uns im 1. Bezirk vor der Bodega Marquez. Ich brauche mich eigentlich gar nicht unwissend zu stellen. Ich bin heute zum ersten Mal da und deswegen frage ich jetzt den Christian. Christian, wenn man zum ersten Mal in die Bodega Marquez kommt und irgendwie was Tolles mit Weißwein probieren möchte und was Tolles mit Rotwein probieren möchte, ganz kurz, was würdest du empfehlen? Weißwein würde ich anbieten aus der La Mancha, einen Terra de Vientos. Ist ein leichter, spritziger Weißwein, trocken, aber mit einer feinen, fruchtigen Note dabei. Und Rot? Rot habe ich ebenfalls aus der La Mancha, einen Sorten, einen Tempranillo da. Der war schon ein bisschen im Eichenfass drinnen, hat trotzdem nur ganz weiche Tannine, ist mit einer bärigen Note, lang im Abgang, auch wirklich ganz was Schönes. Zum Weißen gibt es ein Mosaik mit weißen Sardellenfilets und eingelegten roten Paprika. Mhm. So, in Verbindung mit dem Weißwein. Nach Frühling. Zum Roten serviert man uns ein Filet vom schwarzen Iberico-Schwein im Nussmantel. Ich habe mich soeben in Spanien verliebt.
mir ist vollkommen wurscht, ob dieses Schwein jemals glücklich war. Tut mir leid, aber ich bin jetzt glücklich. E muy bien. E gracias por todo. Die Bodega Marquez hier in der Pariser Gasse im ersten Bezirk. Willkommen zu unserem Resümee. Der Wein war toll, der weiße schön knackig, der rote schön schwer. 4 von 5 Punkten. Das Essen war ausgezeichnet. Nur für die Preise sind die Portionen ein klein wenig zu klein. Insofern nur 4 von 5 Punkten. Die Location ist voll okay, es ist gemütlich, es ist nett, es ist geräumig, man kann in aller Ruhe reden. Nur auf den Hockern sitzt man jetzt nicht so, dass man irgendwie stundenlang versumpern wollen würde. Deswegen nur 4 von 5 Punkten. Macht insgesamt 12 Punkte. Und damit kommen wir zur Location Nummer 3. Location Nummer 3 auf unserer Reise durch die interessantesten Weinlokale Wiens. Wir sind hier am Wiener Gürtel. Wir befinden uns vor dem Lokal Weinstadt und es ist winzig, aber die Karte verspricht ganz Großes. Neben mir der Chef im Hause, der Kurt. Kurt, wenn jemand jetzt bei euch in der Weinstadt vorbeischaut auf ein schönes Glas Weiß, auf ein schönes Glas Rot, was würdest du ans Herz legen? Nachdem wir diese Woche die alten österreichischen Rebsorten im Angebot haben, würde ich ein Glas Zierfandler aus dem Hause Schaffler aus Dreiskirchen aus der Thermenregion empfehlen. Und bei den Roten würde ich einen Zweigelt aus dem kleinen Holzfass 2006 vom Weingut Körper aus Deutschschützen aus dem südlichsten Ende vom Burgenland empfehlen. Unbekanntes aus dem Burgenland zum Trinken, Bekanntes zum Essen. Eine Käseplatte, dazu Parmaschinken und Salami. Schöne, gereifte Käse mit einem schönen, gereiften Weißwein. Ich hätte vorher nicht geglaubt, dass es funktioniert, aber es funktioniert. Sehr okay. Die Weinstadt am Gürtel im 9. Bezirk. Willkommen zu unserem Resümee. Der Wein hier ist einzigartig und zwar deshalb, weil es hier Weine gibt, die sonst nirgendwo mehr gibt. Seltene österreichische Rebsorten, die man sich wirklich einmal anschauen sollte. Aber nicht alle davon sind großartig. 4 von 5 Punkten. Die Speisen. Wir hatten eine Käseplatte und eine Prosciutto-Platte. Die war ganz okay, aber man hätte sie wahrscheinlich überall anders auch bekommen in ähnlicher Form. 3 von 5 Punkten. Und die Location selber, es ist eng, aber familiär. Noch dazu fährt alle irgendwie ein paar Minuten eine U6 über einen drüber hinweg und man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. 4 von 5 Punkten macht insgesamt 11 Punkte. Und somit kommen wir zu unserem Final Ranking. Da hätten wir hier im 9. Bezirk die Weinstadt mit 11 von 15 Punkten. Dann im 1. Bezirk die Bodega Marquez mit 12 von 15 Punkten. Und unser heutiger Sieger, das Piccini im 6. Bezirk am Naschmarkt mit 13 von 15 Punkten. Aber das ist nur unsere Meinung. Vielleicht haben Sie eine ganz andere. Am besten, Sie probieren alle Lokale einfach selber aus. Und damit bis zum nächsten Flug der Gastronauten.